laufen die Stocker F1 Boliden in die Arena rein, um ihr finales Rennen hier anzutreten. Hier in Venray in Holland, ganz in der Nähe von Venlo. Und dieses Spektakel, werte Zuschauer, was hier einmal im Jahr stattfindet, zwar im August, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. V8 Power, dass der Boden nur so wackelt. Jedes dieser Fahrzeuge hat zwischen 600 und knapp 800 PS Small oder Big Block V8, ganz nach Belieben. Hier sehen wir die Venray Arena einmal aus der Totale, die heute ja recht gut besucht ist. Und das große Stocker-Finale liegt jetzt hier gleich an. Und hier ist nochmal ein Blick auf die Haupttribüne, wo mindestens, ich sag mal, 5.000, 6.000 Zuschauer Platz finden. Hier haben wir den Kollegen Ivan aus Nottingham, den haben wir vorhin noch interviewt. Und hier steht er jetzt in der dritten Startreihe und wartet auf das große Stocker F1-Rennen. So, ich hoffe, der Junge hat nicht zu viel Fisch und Chips gegessen. Er hat uns ja gerade noch gesagt, wie gerne er diese ölige Pampe mag. Ich hoffe nur, dass sie nicht dazu beiträgt, dass er ein bisschen schwer und träge geworden ist. Denn jetzt geht's gleich los, liebe Zuschauer. Da ist der Start. Da holt er schon auf. Ja, hier quietschen natürlich die Reifen dieser Steilkurve. Hier geht es so richtig ab. Da ist auch scheißegal, ob man Regenreifen, Slicks drauf hat oder was auch immer. Hauptsache, hier wird in die Kurve Vollgas. Auf die lange Gerade hier im Oval von Venray. Und noch liegt das Feld sehr nah zusammen. Das ist ein Geschiebe und Gedränge. Die nächste Runde hier auf diesem 600 Meter langen Oval. Ja, gerade die Kurven sind natürlich besonders gefährlich und anfällig für Unfälle. Aber bisher haben die Fahrer Glück gehabt. Benehmen sich noch. Das ist natürlich nicht immer so. Es gibt ja auch einige Rüpel, einige Hooligans, aber auch das macht die Sache hier richtig spannend. Ja, da hat es schon zum ersten Mal so richtig gekracht hier in der Kurve. Da haben sich mehrere Fahrzeuge ineinander verkeilt. Der erste gibt schon wieder Vollgas. Schließlich sind wir hier nicht mehr auf einem Kaffeekränzchen, sondern beim Stocker F1-Finale in Holland. Und auch die anderen befreien sich aus dieser Notsituation. Und weiter geht's hier um den Sieg, um die Ehre der Rennfahrer. Ja, und auch natürlich hier unser Frankie Wayman Jr. aus England hat seine Fans mitgebracht, die hier huldigen. Und hier bleibt es natürlich so richtig spannend beim Finale von Venray 2011 in der absoluten Königsklasse. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, könnte man so sagen. Denn die Wagengruppe ist immer noch sehr nah beieinander in diesem spektakulären Oval-Race, liebe Zuschauer. Und da fahren sie ein, die Protagonisten, in die letzte Runde. Und gleich sind wir auf der Zielgeraden. Und jawohl, da ist das Rennen beendet. Und die Fans springen auf, jubeln, das war wirklich ein tolles Finale und ich glaube, das hat wirklich alle Zuschauer von den Sitzen gerissen und so richtig begeistert. Macht Spaß auf mehr und jetzt geht's gleich weiter mit den Hot Rods. Jetzt sind wir in der besagten Hot Rod Klasse, den kleinen beliebten Flitzern, die gleich einen stehenden Start hinlegen. Ja, da ist der stehende Start, da gehen sie Vollgas, da drehen schon die ersten Reifen durch. Hier gibt's keine Traktionskontrolle. Und hier gibt es auch keine Kehrs wie bei den Formel 1. Aber dennoch gehen diese Teilchen so richtig ab wie Zäpfchen. Und das kann man sehen, vor allem auf der Geraden. Ein Mini aus England führt und gibt richtig Vollgas.
Ja, bei diesen Teilchen handelt es sich um Vierzylinder-Fahrzeuge mit einer Menge PS. Wie viel, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber zumindest haben sie bedeutend mehr als mein Rasenmäher. Der macht zwar genauso viel Krach, aber ist nicht ganz so schnell. Es macht richtig Spaß, diesem Rennen zuzugucken. Es ist zwar nicht die Königsklasse, aber hier wird richtig gefightet um die Position. Und da wird der führende Mini auch abgehängt von seinen Kontrahenten. Und ein roter, ich weiß nicht, was soll es sein, BMW, übernimmt hier die Führung, gefolgt von seinem blauen Kollegen. Und die beiden geben sich ja auch nichts im direkten Duell. Das ist wirklich ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich glaube, das gibt noch ein Fotofinish. Ja, da wird so richtig gekämpft und gefightet. Formel 1 ist wirklich ein Fliegendreck gegen diese Klasse und gegen diese tollen Rennen, die wir hier in Vanray und natürlich auch in England sehen. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie mehr von diesen Rennen sehen wollen, dann gehen Sie auf www.holidaysforrunaways.de und schauen dort in der Sektion Holland oder England nach und gucken Sie sich diese Rennen an. So, hier haben wir einen Fahrer in der BAL-Klasse, in der V6-Klasse. Der kriegt hier von seinem Chef, wahrscheinlich seinem Sohn, kriegt er hier die letzten Anweisungen, wie er denn zu fahren hat. Schließlich haben wir hier Rechtsverkehr, wir sind hier nicht in England und ich hoffe, er beherzigt auch diese Ratschläge. Und da haben wir noch einen Fahrer, der sich bereit macht. Ich glaube, jetzt müssen wir mal langsam hier das Fahrerlager räumen, denn jetzt wird's ernst. Jetzt geht's los und der Adrenalinpegel, der steigt so richtig. Kurz vom Start in der BRL-Klasse. Hier sind die V6-Motoren mit über 350 PS. Hier geht's gleich los. Die Fahrer sind natürlich schon bereit und warten nur darauf, dass sie das Startzeichen bekommt. Das ist jetzt gleich hier in dieser ganz großen Klasse losgeht. Und das werden wir natürlich für Sie auch wieder live übertragen hier aus Holland. So, jetzt fängt er hoch an. So, hier kann man sehen, der erste Gang ist drin. Hat so ein richtiges Display. Wahrscheinlich kann er auch noch Videofilme draus gucken, keine Ahnung. Aber zumindest sieht das Ganze sehr interessant aus. Ja, Kollege, ja, mit Einparken haben sie es nicht. Vielleicht sitzt auch eine Frau drin, ich weiß es nicht. Das soll jetzt nicht irgendwie auf das weibliche Geschlecht abzielen, aber das war doch, glaube ich, eher nicht ganz so filigran, wie diese Ausparken. Schauen wir mal, ob das Rennen besser wird, als die Ausparken waren. Das Spiegel wird nochmal eingestellt, geguckt, ob auch die richtigen Reifen drauf sind. Ja, was haben wir da drauf? 295er. Und hier mal den Fahrer, der jetzt gleich ins Rennen startet. How do you feel? How do you feel? Gut? Okay, also er fühlt sich gut. Er freut sich drauf, das Rennen hier gleich zu starten in der V6-Klasse. Das Lenkrad hat er noch nicht. Das heißt, es wird noch 2-3 Minuten dauern. Und dann geht es hier letztendlich los. Und hier ist ein richtiges Gewusel im Fahrerlager. So, hier kommen die Boliden der V6-Klasse. Hat dann immer Glück gewünscht und ich hoffe, ja, er nimmt unsere Glückwünsche an und gibt Vollgas auf der Strecke. Und hier verlässt der nächste Fahrer seine kleine Garage Richtung Startplatz. Ja, auch hier gibt es ein paar Probleme mit dem Ausparken. Also das haben sie noch nicht gelernt. Den Vorwärtsgang finden sie, den Rückwärtsgang offensichtlich nicht. Und da kommt schon der nächste. Da haben wir sogar einen Einweiser. Ja, hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Kommen jetzt hier die Autos aus ihren Boxen. Da kann man nur sagen, Benzin im Blut, denn jetzt wird es richtig spannend, werte Zuschauer. Holland, Vanray im August 2011. Mal kurz hier an den BRL-Fahrzeugen vorbei, aber da geht es leider schon weiter, da waren wir doch ein bisschen zu spät. Das Finale für das BRL V6 ist hier in Vanray freigegeben worden, und zwar auf dem großen Oval. Das heißt, die Strecke ist doppelt so lang wie die bei Stocker F1. Hier wird hinter der Haupttribüne hergefahren, denn diese Fahrzeuge haben eine irre Höchstgeschwindigkeit. Von daher reicht die kleine Bahn auch nicht aus. Die Geschwindigkeiten, die Jungs hier drauf kriegen,
schnell. V6, das ist wie in Daytona, wie in den USA oder auch wie bei den Indy 500. Nervenkitzel hoch 5. Schon bemerkt haben, hier wird in eine Stallkurve gefahren. Das ähnelt auch dem Indianapolis Ring von Amerika, weil die Schwierigkeiten hier entsprechend hoch sind. Ansonsten wird es die Fahrzeuge aus der Bahn katapultieren. Die Fliehkräfte liegen hier bei 25 G, das heißt doppelt so stark wie bei einem startenden Raumschiff, doppelt so viel wie ein Astronaut in seinen besten Tagen erleben darf. Nehmen wir mal einen Blick auf die Stallkurve. Hier geht es im vierten Gang rein mit Vollgas, ohne Rücksicht. Die letzte Runde wird eingeläutet. Hier haben wir praktisch den holländischen Charlie Whiting. Hier haben wir den Rennkommissar, der darüber bestimmt, wann das Rennen gestartet und natürlich auch beendet wird. Und da ist die Zielflagge. Und das Rennen ist beendet in der BRL V6-Klasse. BRL-Klasse. Hier ist der Sieger des Tages. Und da gibt es natürlich auch den Blumenstrauß, wie es so üblich ist beim Autorennen. Natürlich wird auch die Champagnerdusche voll. Und da wird noch ein bisschen gefachsimpelt. Natürlich sind die Monteure und Konstrukteure da. Und hier gibt es nochmal ein faires Handshake. Ja, dabei sein ist hier alles in Holland, in Venray. Und das sind wirklich faire Sportsleute. Hier gibt es auch keinen Neidfaktor. Sondern hier wird einfach auf die Tube gedrückt und dann wird man sehen, wer der Bessere ist, gewinnt. Ja, da freut sich der Sieger, ganz klar. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von Holidays for Runaways für die Nummer 3. So, und wenn wir nicht in Holland wären, wo sollte es sonst Blumen geben? Sie wachsen hier, wie bei uns in Deutschland, das Unkraut. Oder wie man sagt, wie in der Ostsee, wie Sand am Meer. Und von daher gibt es ja auch so ein bisschen Unkraut, ein kleines Blümchen, wahrscheinlich sind es Gänseblümchen hier gepflückt worden oder ein Tomatenstrauch, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich irgendwas typisch Holländisches, was jetzt hier dem Sieger und den Zweit- und Drittplatzierten übergeben wird. Der BRL von 6-Klasse ist zu Ende und der Sieger heißt Ende. Hier ist sein Name, JVD Ende aus Holland. Und da wird er interviewt vom holländischen Thomas Gottschalk, der hier landesweit alle Autorennen überträgt. Und das nicht nur in Venray, sondern auch alle anderen Rennen. Und jetzt geht's zur Siegerehrung. Ja, es folgt die obligatorische Ehren. Da sind sie, die drei Sieger der BRL. Ja.